Das Leben unter der Sonne bei Sun Living. Ja, wir sind jetzt hier zwar nicht unter der Sonne, aber unter der Messebeleuchtung, damit wir halt auch die ganzen Fahrzeuge hier gut sehen können. Aber man kann sich hier doch schon hinträumen in den Urlaub mit diesen tollen Fahrzeugen von Sun Living. Es ist eine Untergruppe von Adria. Ich habe gerade den Namen vergessen. Genau, also quasi das Pendant, das günstigere, hier mit dem Chassis von Citroën. Zu einem Basispreis von 56.299 Euro. Also wir sind hier in den Einstiegerklassen. Natürlich ist es auch nicht für den kleinen Geldbeutel gedacht, aber man muss schon sagen, da gibt es deutlich teurere Kastenwagen, oder? Was wir auch schon gesehen haben. Definitiv. Also ich denke mal als Einsteigerpreis und ich sehe, da ist jetzt auch gar nicht mehr so viel, was da oben drauf gepackt wurde. Ja. Das heißt, im Endeffekt liegt man jetzt mit dem hier genau, den wir jetzt zeigen, wir haben ja 60.000 und ich denke mal, das ist ein ordentlicher Preis für ein mobiles Zuhause. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da ja auch ein Fahrzeug dabei ist. Also nicht nur ein Wohnwagen oder ein Wohnraum, sondern halt auch ein Fahrzeug, mit dem ich von A nach B komme. Also wenn man bedenkt, ein Kleinwagen, der ist ja schon so bei den 20.000. Also, und da kriegt man halt eine Wohnung auf Rädern. Ja, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz außen rum. Wir haben vorhin mit Alex zusammen einen anderen Kastenwagen von Sun Living gezeigt und wollten da jetzt eben nochmal auf den hier eingehen. Das ist der V65 SL, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich habe jetzt gerade vorhin gar nicht auf das andere. Hast du drauf geguckt? Nee, ich habe es gefilmt, aber ja, okay. Filmen heißt also nicht ihr drauf. Wisst jetzt wahrscheinlich besser als ich. Genau. So, wir haben hier eine Truma-Heizung mit drin, also hier ist der Kamin. Genau, Kassettentoilette. Hey, Janne! Ja, ich weiß jetzt alles. Ja. Der Außenstrom, genau. Ja, mach du das doch mal. Ja, genau. Was könnte das sein? Das ist ein Fenster. Ja, und was für eins? O. O? Ich sag O. Nein, was ist dahinter, meinte ich eigentlich. Jetzt das Klo. Ja, wegen genau. Der Kassettentoilette. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Du und deine Fangfragen. Ja, genau. Jetzt dachte ich schon, scheiße, was ist das für ein Fenster? Ich habe keine Ahnung, was für ein Material. Genau, so ungefähr. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ja, also auch hier, es ist beliebt, weil es ist natürlich ein Einsteigermodell, wie schon gesagt. Und ich glaube auch, das Bett ist ja eigentlich sehr beliebt. Dankeschön. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Ist das ein Längsschläfer? Das ist ein Längsschläfer, genau. Ja, aber ich meine, Längsschläfer, aber ich meine Doppelbett oder Einzelbetten? Oder? Ich finde es total schwierig, das jetzt gerade einzuordnen. Weil es ist auf jeden Fall kein Hubbett. So viel können wir schon mal festhalten. Das sieht irgendwie schon fast aus wie die Längsschläfer, die man normalerweise aus diesen aus dem normalen Wohnmobil kennt, ne? Wo in der Mitte dann noch so ein kleines Stück ist. Ja, genau. Aber es ist auch, glaube ich, eine Sitzgruppe, oder? Ja, weil es auch eine Sitzgruppe sein. Wir sind ein Sitz, aber guck mal hier. Ich wette, man kann da noch mehr. Ich find's mehr hochklappen. So, wir zwei jetzt hier auch ein Entdecker. Genau. Und die Camper, die sich wirklich auskennen, die sagen jetzt, Alter, das ist doch klar, was das ist. Ja. Nee, also ich glaube... Vielleicht fragen wir einfach mal jemanden, aber ich bin mir wirklich nicht 100% sicher, wie man das hier benutzt. Hier sieht man durchgehend, geht eine Schiene. Ich gehe mal davon aus, dass man da noch was hinlegen kann. Ja. Und dann Zwischenstück. Also halten wir mal fest, es könnte eine Couch sein, es könnte ein Bett sein. Sven, er schlägt uns. Wir wissen es nicht. Ganz genau, was es ist. Ja, natürlich weiß er es. Genau. Schütteln mit dem Kopf. Aber weißt du, was auf jeden Fall auch ist? Man kann das hier hochklappen, weil da sind wieder solche... Ja, genau. Wie nennt man das? Das nennt man Steckschnallen. Echt? Ja. Steckschnallen? Ja. Oh, okay. Das Wort habe ich noch nie gehört, glaube ich. Aber es ist irgendwie total interessant, weil es hier nochmal so eine Schiene ist, ne? Ja. Ich glaube, das ist einfach wirklich nochmal so ein Stauboden. Ach, guck mal, nee, da ist das zweite Lattenrost auch mit drin. Hä? Muss man wahrscheinlich umdrehen und ach so, ja, okay, ja, genau. Aber dann ist das einfach wahrscheinlich Stauraum. Aber für was ist diese Schiene? Die Schiene hier, das ist ganz... Also stelle ich mir jetzt mal so vor, und zwar macht man das hier, denke ich mal, ab. Ja. Legt es dann unten mit drauf und hat dann, denke ich mal, einen durchgehenden Boden, sodass das Lattenrost dann im Prinzip umgedreht nach unten geht. Ah, und dass man sich dann auch Sitzgruppe als und dann, Sitzgruppe. Denke ich mal, ja, hätte man hier eine Sitzgruppe. Ich gehe mal davon aus, dass man hier vielleicht sogar drauf treten kann. Weißt du, was natürlich auch eine Idee wäre? Wir schauen einfach mal auf das Schild, was da drauf ist. Oh ja. Weil da sind ja immer Bilder. Bilderbuch, für die, die es nicht checken, wie das Bett gedacht ist. Ah ja, guck mal, da ist doch, ja, hier, Sitzgruppe, oder? Ja. Und Bett. Genau. So hätte man es auch klären können. Gut, ich würde sagen, wenn wir mal rein können, ja. Wer sich die technischen Daten durchliest, ist definitiv schlauer. Ja, so ist es. Aber man kann natürlich auch erstmal diskutieren eine halbe Stunde und dann weiß man es auch irgendwann, weil... Wie heißt das? Mir fällt es jetzt nicht ein. Naja, auf jeden Fall, die Sitze sind Leder. Lederimitat? Nee, nicht Leder. Ja, keine Kunstleder. Ahnung. Ja, genau.
auf jeden Fall sieht sehr hochwertig aus. Ja. Also man muss hier auch keine Abstriche machen. Die Qualität ist die gleiche. Es ist aus dem Adria Werk direkt. Und gerne rausginge. Ja, genau. Qualität aus dem Adria-Werk. Ja. Keine B-Ware. Das ist auf jeden Fall zu betonen. Nur weil es etwas günstiger ist, heißt es nicht, ja, dass es schlechter ist. Genau. Weißt du noch genau, was uns Alex beim letzten Video gesagt hat, woran jetzt der Preis sich festmachen lässt? Ich weiß, dass da bei irgendwelchen Wegen was eingespart wird, damit die im Endeffekt das anders kalkulieren können. Bin mir nicht sicher, oder das. Wir schauen uns gerade beide so an. Ja. Schaut euch das andere Video an, dann wisst ihr es. Nee, ich kann es jetzt auch gar nicht mehr ganz genau sagen. Verzeiht uns, wir haben schon Nachmittag, wir haben schon einige Videos heute gedreht. Und wenn man immer weiter weiß, bei German Television, dann macht man einfach den Kühlschrank auf. Ja, gute Idee, Jan. Genau. Was siehst du? Nicht viel? Nichts, genau. Schade, wir sind nicht bei den Campern, die so immer lustiges Zeug dabei haben. Hier filmen wir nur leere Fahrzeuge. Ja, dann haben wir hier Schränke en masse. Also daran sollte es nicht scheitern. Auch hier wieder eigentlich dieses Cleane von Adria, was wir so kennen, oder? Ja. Und wer es dann doch ein bisschen bunter mag, kann sich natürlich ein paar bunte Kissen mit reinpacken und so weiter und so fort. Ein bisschen Holz haben wir auch. Und zwar hier im Badezimmer, beziehungsweise bei der Badezimmertüre. Aber ich finde echt, das mit dem Bett ist ziemlich cool, dass du das auch noch als Sitzgruppe nehmen kannst, oder? Auch mal mit mehr Leuten. Das ist quasi ein großes Wohnzimmer. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das vielleicht noch, ja, wobei, ob man das als Bett umbauen kann hier vorne, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, zurück zum Bad. Wir haben einen schönen Spiegel dabei, ein kleines, aber feines Waschbecken. Genug Beinfreiheit, ich setze mich mal hin am besten. Ja, und genau. Dann kannst du auch gleich nochmal reinfilmen. Genau, genug Beinfreiheit. Dass man das hier wieder als Außendusche benutzen kann. Oder als normale Dusche natürlich, die umfunktioniert. Ja, da oben. Da oben dann dran machen. Ja. Tada. Den Vorhang komplett. Aber das ist irgendwie ein bisschen. Das passt irgendwie nicht so ganz, oder? Das ist doch viel zu hoch. Ja. Das so oder so ähnlich. Ich gehe davon aus, dass man das dann irgendwie mehr drehen muss. So. Also das passiert, wenn Jan und ich alleine ein Fahrzeug betrachten wollen. Wir haben nämlich keine Ahnung von irgendwas. Was ist mit der Kamera los? Keine Ahnung. Ah, Gimbal hat den Geist aufgegeben. Nein. Moment. Ist noch alles da? Okay. Also. Wahrscheinlich, wenn das ein bisschen... So, okay. Hier muss man ein bisschen stopfen. Also, ihr seht, es ist aus dem Leben heraus. Wenn Jan und ich ohne fremde Hilfe ein Fahrzeug anschauen wollen, dann sieht es eben genau so aus. So, was haben wir noch nicht gezeigt? Den Duschvorhang. Nein, müssen wir nicht. Wir machen einfach so weiter, als wäre nichts gewesen. So, ich mache einmal ganz kurz den Duschvorhang zu, damit man das auch mal sieht. Tschüss, Jan. Also hier wird dann zwar alles ein bisschen nass, aber man hat eben auch auf diesem kleinen, aber feinen Bad alles, was man braucht. Hat hier Stauflächen nochmal, was absolut ausreichend ist. Ich finde dieses kleine Detail bei Adria echt irgendwie süß. Ja, oder bei Sun Living, genau. Besser gesagt. Mal wieder den Zahnputzbecher. Genau. Also, oh, das ist sogar. Nee, jetzt habe ich. Genau. Das ist ein besonderer Zahnputzbecher. Genau. So, was haben wir noch nicht gezeigt? Ich glaube, die können wir auch nochmal kurz zeigen. Genau, also. Ist auf jeden Fall vor allem für zwei Personen absolut ausreichend. Hier ist auch und eine kleine Verstaumöglichkeit. Natürlich. Das haben wir ja schon gelernt, da darf man den Tisch dann gerne hinmachen, falls man den abbaut. Genau. Natürlich ist das jetzt nicht das Nonplusultra, aber man muss natürlich wirklich sagen, für den Preis hat man wirklich alles dabei. Man hat ein Einsteigermodell, man hat ein sehr edles, schlichtes und cleanes Fahrzeug. Was wollen wir mehr, oder? Ja. Genau. Also ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Moment, Jan, noch nicht den Knopf drücken. Ich möchte noch sagen, bitte abonniert German Television, damit wir weiter so tolle, hoffentlich tolle Videos für euch machen können. Wir haben übrigens auch gerade einen Fan getroffen. Was hat er uns so erzählt? Er hat uns erzählt, dass wir ganz tolle Arbeit machen. Genau, und dass wir unbedingt... Dass er auf jeden Fall Abonnent ist. Ja, dass er auf jeden Fall Abonnent ist. Und das ist nämlich auch das Stichwort. Genau, abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Unterstützt uns damit, dass auch weiterhin so toller Content kreiert werden kann. Am besten vom Sven. Nein, Gott. Genau, aber abonniert und liked das Video und schreibt uns einfach mal eure Meinung unter die Videos drunter. Da würden wir uns freuen. So ist es. Vielen Dank fürs Einschalten.